Herzlich willkommen bei meinem Kanal Tabeas Zauberschmaus. Heute backen wir einen gesunden Quarkzopf ohne Hefe. Für den Teig benötigt ihr folgende Zutaten: 550 Gramm Dinkelmehl, 250 Gramm Quark, ein Päckchen Backpulver, 2 Eier, 40 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Xylit und 50 Milliliter Milch. Für die Schokoladenfüllung benötigt ihr folgende Zutaten: 100 Gramm dunkle Schokolade, 30 Gramm gehackte Mandeln, 50 Gramm gemahlene Mandeln, 80 Gramm weiche Butter und 40 Gramm Xylit. Für den Teig zunächst den Quark, den Xylit und die Eier mit einem Handrührer verquirlen. Dann das Mehl mit dem Backpulver vermengen. Die Eimischung unter das Mehl rühren. Die Milch und die weiche Butter hinzugeben und alle Zutaten zu einem geschmeidigen Teig mit einem Knethaken vermischen. Anschließend den Teig weitere 5 Minuten kräftig mit den Händen kneten. Nun bereiten wir die Schokoladenfüllung vor. Zunächst die dunkle Schokolade erwärmen, bis sie flüssig ist. Dann alle Zutaten unter die warme Schokolade mischen. Nun den Teig auf einem Backpapier zu einem Rechteck ausrollen. Die Schokoladenfüllung gleichmäßig auf dem Teig verteilen. Den Teig von der langen Seite her aufrollen. Nun den Zopf formen, die Rolle der Länge nach durchschneiden bis auf ein paar Zentimeter an der oberen Seite. Dann die zwei Teighälften umeinander schlingen, jeweils mit der Schnittfläche nach oben. Zum Schluss die zwei Teighälften wieder in der Mitte biegen und umeinander schlingen. Dann könnt ihr noch ein paar Mandelsplitter über dem Zopf verteilen. Der Quarkzopf kommt dann zunächst für 20 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze in den Ofen. Danach die Temperatur auf 150 Grad runterdrehen und den Quarkzopf mit Alufolie zudecken und weitere 25 Minuten backen. Nachdem der Schokoladenzopf etwas abgekühlt ist, könnt ihr ihn verzehren. Viel Spaß beim Nachbacken!